Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum LS19 Live-Projekt. Das im Chat war jetzt im Übrigen nicht beabsichtigt. Und ja, die gestrige Folge hat sich nun entschieden. Wir sind uns einig, uneinig. Und wie geht's jetzt weiter? Nun, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Diverse, jetzt habt ihr die Macht der Demokratie. An euch hängt's jetzt nämlich. Ihr habt jetzt in der Videobeschreibung oder auch irgendwo in den Kommentaren angeheftet einen Link. Da vorne steht, hier geht's zur Abstimmung. Da klickt ihr drauf, da kommt ihr zu einem Formular. Dort meldet ihr euch an, beziehungsweise gebt eure E-Mail-Adresse ein, dass da keine Manipulation stattfinden kann. Und dort habt ihr zwei Antwortmöglichkeiten. Ja, die Bürgermeisterin soll bleiben oder nein, die Bürgermeisterin soll gehen. Dort wählt ihr jeweils ein Kästchen aus und drückt auf Absenden. Und euer Ergebnis wird in der nächsten Folge hier öffentlich bekannt gegeben bzw. gezeigt. Und je nachdem, wie es dann ausgeht, geht es dann dementsprechend aus. Ihr habt allerdings nur heute bis 19:59 Zeit. Also nur wenige Stunden. Also 15 Uhr kommt die Folge und quasi 20 Uhr nehmen wir wieder auf und da muss die Abstimmung quasi ausgewertet werden schon. Genau, deswegen ruft eure Eltern, eure Schwestern, eure Freundin, euren Freund, eure Haustiere zusammen und lasst sie um ihre Meinung beten. Und ja, gibt es da noch irgendwas zu sagen? Oder wie es ist wirklich wichtig. Jeder sollte daran, ihr habt jetzt einmal die Chance, eure Teams richtig zu unterstützen. Und wenn ihr es nicht macht, braucht ihr im Nachhinein nicht rumzahlen. Genau. Es liegt an euch. So, gibt es noch was zu sagen? Nö. Alles gut. Zu dieser Sache nicht. Ich hätte noch ganz ein kleines Anliegen, wenn gerade alle zusammen sind. Wir würden gerne Feld 8 kaufen. Hatte jemand was dagegen? Oh, aber das ist am Arsch der Welt. Nein, das ist schön gelegen, sonnenseitig. Im Osten geht die Sonne, aber schon vergessen. Ich hab nichts dagegen. Ich muss mal blöd fragen, habt ihr nicht das letzte Mal schon irgendein Feld kaufen wollen? Ja, da habe ich aber nur Freezy gefragt, weil du nicht da warst. Und jetzt wollte ich, weil wir gerade zusammen sind, nochmal fragen. Ach, das ist immer noch dasselbe? Ja. Ah, okay. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Wie lange geht der Tag heute? Der ist jetzt vorbei. Bis 21:30 Uhr. Was? Ja, weil der Tag ist ja früher gestartet und alles und das wurde ja mit eingerechnet. Gut, dann sollten wir jetzt wieder auf 5 nehmen. Ab jetzt geht's wieder auf 5, ist richtig. Super. Okay, gut. Attacke. Attacke. Oder bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. So. Ja, auch gleich. Warte. Ich kann euch auch schieben. So, gut. Tja, jetzt wird's lustig. Leute, jetzt liegt's an euch. Also, wie gesagt, alle, die ganz groß geschrien haben, Bürgermeisterin weg, haben jetzt die Chance. Also, wir wollen hier keine Missgunst oder sonst was. Also, man muss auch ganz klar sagen, die Bürgermeisterin, das ist auch nichts persönlich oder sonst was oder privat. Ne, man ist privat vielleicht immer noch mal ein anderer Mensch. Und ich denke, man kann das jetzt so fair abstimmen. Es gab eben dieses Misstrauensvotum. Es ist ein Unentschieden ausgegangen. Das hätte man ja schon mal gar nicht erwartet. Und ist ja schön, dass das schon mal eingetroffen ist. Ja, und im Großen und Ganzen heißt es jetzt reinhauen, Leute. Also ihr müsst jetzt wirklich in die Tasten hauen, wenn ihr da eure Meinung durchdrücken wollt. Wir sagen klipp und klar, wenn jetzt das Ganze so ausgeht, dass sie abgewählt wird, dann ist es okay, dann wird sie abgewählt und dann haben wir unser Ziel erreicht. Ich denke, einfach für ein bisschen Fairness wieder, würden wir uns dann ziemlich freuen. Und ich denke, der ein oder andere Zuschauer auch. Und sollte aber, ich meine, es ist schwierig, man muss ganz klar sagen, die Community von Werner und von Ansgar, die sind natürlich nicht die kleinsten. Und auch nicht die inaktivsten und von daher wird das sowieso sehr, sehr schwierig werden, dadurch, dass die ja auch dafür sind. Wenn die Bürgermeisterin bleibt, dann werden wir uns dem ja fügen müssen im Endeffekt. Nur so wird es halt dann und ja, dann heißt es halt unter dem Regime weiter tyrannisieren lassen. Anders kann man es ja nicht sagen, weil das mit dem LKW war halt auch wieder so eine Nummer, wo man ganz ehrlich sagen muss, ja, ist halt schade. Dass dann sowas kommt. Guten Tag. Hallo. Ich war noch bei der Fahrzeugwartung, die ich gerne noch weiterführen möchte. Ja.
Was steht da noch an? Haben Sie da etwas, was ich abholen könnte? Wie auch immer. Ich prüfe gerade. Ja, und zwar haben wir einen Case 7250. Der müsste dringend gewartet werden. Ist der zurzeit frei? Kann ich da die Schlüssel haben und... Ja, Moment, ich mache ihn den eben frei. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also das Fahrzeug steht frei. Wir bräuchten, wir würden gerne noch was kaufen bei Ihnen. Ich weiß, was ich mache. Wir würden gerne noch einen Düngestreuer kaufen bei Ihnen. Einen Streuteller. Also mit Streuteller. Ja. Besteht die Möglichkeit? Ich muss kurz meinen Katalog aufmachen. Ich habe da ein mobiles Gerät bei mir. Und dann kann ich da das aufmachen. Fährt gleich direkt hinterher. Wir würden die einfache Ausführung nehmen, also den Einachser. Warten Sie kurz. Einachser mit größten Tankaufbau. Ja, ich fahre jetzt zum Hof, weil fahren und am Mobiltelefon, das geht sich nicht so gut aus. Wir müssen sie aufpassen hier bei der Bürgermeister, ja. Wenn da sind sie auch schnell mal ihren Führerschein für die nächsten 35 Jahre los. Aber Herr Nadelmann, ich muss schon sagen, das hätten sie uns ja früher sagen können. Ja, ich bin da eine sehr neutrale Person, wie ein Händler halt auch so dasteht und... Ich meine, es ist ja beeindruckend, wie neutral sie sind, ohne Frage, das rechnen wir ihnen auch hoch an, aber sie hätten das hätten sie uns ja eher sagen können. Sie verkaufen uns ja die Maschine und im Endeffekt ist sie ja dann gar nicht geeignet für die Bodenarbeit, was wir ja immer noch anders sehen, muss man ganz klar sagen. Das Problem ist ja auch, dass wir nicht nur den Traktor, den LKW gekauft haben, sondern auch die Scheibenecke, die große, die kein anderer Traktor zieht bei uns auf dem Hof. Außer der LKW. Ja, das ist alles ein bisschen... Können wir ganz kurz die Sämaschine, das wäre noch super. Den reparieren Die, kurz. Die... Ja. Den Streuteller. Den Einachser von... Einachser, Pflegebereifung, alle Aufbauten drauf und Streuteller hinten. Streuteller nicht 6 Meter. Streuteller. 12 Meter oder 18 Meter oder was hat er dann? 12. 12, ja. Und perfekt. In diesem Zug überweise ich Ihnen noch das Geld, das ich Ihnen noch schulde. Die 4000? Die 4000. Ja, das perfekt. Soll auch noch mit rechten Dingen zugehen. Können Sie uns eventuell, Moment. Jetzt haben sie aber den falschen Anbau hinten dran. Wieso? Das ist Streuteller. Das ist nicht Streueinheit. Was ist das andere? Das sind auch Streuteller. Nein, das habe ich extra gefragt. Ach so, könnten wir das noch ummodifizieren? Das wäre also, die Streueinheit. Das ist eine Streueinheit, okay. Ja. Ich dachte, das sind... Ja, okay. Also natürlich das breitere, hätte man gern. Wenn das geht. Selbstverständlich mache ich das Ihnen. Ich fahre den mal raus hier vielleicht. Nein, passt da. Passt so? Ah ja, perfekt. Können Sie uns gleich noch ein bisschen Saatgut zur Verfügung stellen? Dünger zur Verfügung stellen? Hier hinten sollte noch etwas stehen. Können Sie da gut. Etwas einladen? Ob das geht, müssen Sie schauen. Nee. Bei mir vorne. Wo ist bei Ihnen vorne? Da, ein bisschen rückwärts ranfahren, genau. Das sagt gut, oder? Ja, das sagt gut. Ich werde Ihnen... Brauchst du Dünger? Sie haben einen sehr schlecht beleuchteten Hof hier, ne? Muss man mal sagen. Ja. Der Elektriker ist ein bisschen lausig dran.
Ist lausig dran, der ist noch am Arbeiten. Ich weiß nicht, was der macht, ob der schläft oder ob das wieder ein Lehrling ist, den ich gekriegt habe. Keine Ahnung. Ja. Mineraldünger brauchen Sie? Mineraldünger! Eine Palette kann ich Ihnen zur Verfügung stellen. Mehr nicht? Das sollte passen. Ich überweise Ihnen 13.000 zurück. Das deckt die Kosten plus das Saatgut. Stimmt das so? Wir haben gerade 8.000 für Fahrzeuge abgezogen bekommen? Nein, für den Dünger. Aber Sie können den Dünger nicht laden, wenn ich ihn kaufe. Ich muss in Ihrem Hof sein. Und ich überweise Ihnen jetzt wieder zurück mit den 4.000. Aber 8.000 für zwei Düngerpaletten? Ich kaufe mal selber einen. Nein, das kann nicht sein. Weil der Dünger kostet 1.920. Hm. Bei uns waren gerade 8.000 abgezogen worden, komischerweise. Ja, ich hab's auch gesehen. Ich überweise ihn. Ein wunderschönen guten Tag. Sag mal, macht er ja KW-Grenzen oder was? Nein, wir kaufen. Warum? Ja, wie lange? Du fährst mit dem Düngerstreuer da vor und zurück, Junge. Du bist fast 10 Minuten beschäftigt. Ja, möchtest du was? Na klar! Na, der kommt doch runter. Na klar! Na klar, meiner! Der kommt doch einfach rein. Mann. Wir sind doch, wo wir sind. Ja, das ist schon klar, aber ich dachte, hier, ich habe ja gefragt, hier Dings, weil ja, du fährst nee, davor, wir sind, wir sind fertig. Immer rein ins warme Stübchen hier. So, außerdem ist der Händler bei uns und nicht wir bei ihm. Ja, ja. Wir können gerne in mein Büro gehen. Das ist schön, Herr Rammelmann, Nagelmann. Ja. Bitte um korrekte Aussprache meines Namens. Ja, Nickelmann, Entschuldigung. Ja, geht's mal ins Büro. Unglaublich. So. Hallo. Welchen ihrem Gras mähen ist jetzt nur eine Wachstumsstufe. Wir sollen ja trotzdem mähen, ne? Ja, faucht drüber. Alles klar, gut. Oder warte mal. Ja. Ganz kurz, der Kollege kann, wir machen es anders. Welche Farbe habt ihr? Bei was? Ballenfarbe. Danke. Wir machen es anders. Der soll bitte düngen. Ne, warte mal, der soll bitte an. Was machst du, Füsi? Ich spritze Unkraut. Und was macht der Helfer neben dir? Ansehen. Gut, dann könnte der düngen bitte. Hier steht das Fahrzeug. Soll sich mal einen anderen. Also nicht mähen, sondern düngen. Nicht mähen, sondern der soll Feld 11 düngen. Gott, was haben wir denn hier? Ja, Feld 11. Düngen mit ihrer Maschine. Was ist da drauf? Ist egal. Stopp. Wie viele LU-Mitarbeiter haben wir am Laufen? Nee, warte mal. Haben wir nur einen oder zwei am Laufen? Aktuell keinen, bis auf den einen, der dann jetzt düngen würde. Ja, und dann noch einer bitte Unkraut. Also einmal düngen, Feld 11. Ja, und Unkraut 13, 12. Achso, du machst Unkraut für sie, ne? Ja, ich würde dann sagen, Feld 12, da kann schon die Hälfte des Feldes wieder geerntet werden. Also. Achso, ja, ihr könnt mit einem Drescher, mit einem großen Drescher mit so einem Blumenschneidwerk vorbeikommen. Feld 12. Feld 12, die erste Hälfte kann geerntet werden. Mit eigenem Drescher? Unserem Drescher. Eurem Drescher Sonnenblumen. Ja. Okay, wissen wir Bescheid. Und düngen soll er auch, ne? Wie bitte? Düngen soll er auch. Düngen Feld 11, genau. Okay. Ciao. Tschüss. Ciao. Scheiße, müssen das Unkraut loswerden, Alter. Bin dran. Brauchen wir vielleicht sogar noch eine Spritze. Oh, Kilo. Ich glaube ja. Naja, ich will mal keine Prognose abgeben. Aber was? Wie das Ganze hier ausgehen wird. Boah, weiß ich jetzt schon. Aber wir sind natürlich fair und lassen uns da überraschen, ohne Frage.
werden auch fair bleiben. Sie haben meine Überweisung erhalten. Ja, es ist korrekt. Welcher Helfer wird denn hier blockiert für Sie? Ja, ist korrekt. Der hinter mir ansieht. Gut, bis dann. Tschüss. Die Ballenpresse geht ja gar nicht da dran. Wo dran? An dem Big M? Doch, muss. Nee. Vor mir, der Werner sitzt in dem Big M mit hinten der Ballenwickler dran. Den Ballenwickler? Ja, Rundballenwickler, ja. Nee, warte mal. Was hat denn der da hinten dran? Den Ballenwickler, Rundballenwickler. Direkt, der auch direkt wickelt, weißt du? Die Ballenpresse, die direkt wickelt? Ja. Ja, das Ding hat aber keine Zapfwelle, der Big M. Der hat da die Zapfwelle dran. Ja, der hat die Zapfwelle da dran. Welchen Feld ist denn der? Feld 22. Ja, für 22 ist keiner. Dann 21. Da, wo gerade der Ballensammelwagen losfährt, da war er gerade. Sag mal, bin ich doof? Der geht nicht dran. Der hat auch keine Zapfwelle hinten. Ja, gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.